Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Lach. Der Karsamstag, er ist irgendwie der Tag der Abwesenheit Gottes. Vielleicht ist es ein bisschen so, wie wenn Eltern das erste Mal ihre Kinder alleine lassen, in den Kindergarten oder in die Schule geben, bei Freunden übernachten lassen oder einem Babysitter anvertrauen. Jesaja sagt: Nur für eine kleine Weile habe ich dich verlassen, doch mit großem Erbarmen werde ich dich sammeln. Wie gehen wir mit dieser Gottverlassenheit um? Trauern wir? Warten wir? Hoffen wir? Oder wenden wir uns ganz anderen alltäglichen Dingen zu? Gott ist tot. Gott erwartet trotzdem. Er hofft auf uns und er geht seinen Weg. Für eine kleine Weile ist er nicht da. Doch dann wird er uns alle im großen Erbarmen sammeln. Alle, die hoffen auf das Leben und die Auferstehung. Gehören wir dazu? Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, am Tag der Grabesstille und auch und besonders am Tag dieser Grabesstille dürfen wir uns fragen: Warten wir, hoffen wir oder laufen wir einfach weg? Doch in deinem großen Erbarmen wirst du uns trotzdem mit hineinnehmen in das Geheimnis des wahren Lebens. Und dafür dürfen wir dir danken. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.